herzlich willkommen. Wir sind jetzt gerade in Mulegé an der Baja California und wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns im Innenraum. Es windet draußen zu sehr. Ja. Aber dafür können wir Delfine schauen. Ja. Also ja. Entschuldigt, wenn wir währenddessen immer aus dem Fenster schauen, ist halt so ja. Schön. Das hat nichts mit Aufmerksamkeit. Ich bin in der Schule. Sobald da irgendwo ein Eichhörnchen klettert, waren mein. Ja. Wir haben hier wunderbares Internet. Wir stehen hier am Strand. Wir haben hier Meer. Wir haben hier Sonne und Delfine. Delfine, ja. Ich habe noch nie Delfine gesehen. Also, du hast noch nie Delfine gesehen? Nein. Nicht in echt. Also. Im Zoo auch nicht. Nee. Hast du schon welche gesehen? Ich überlege gerade. Ich habe in Spanien beim Angeln. Stimmt, ja, das hast du erzählt. In Spanien beim Angeln, da bin ich ein paar Stunden lang am Meer gestanden, habe die Rute halt ins Meer geschmissen. Nicht die Rute ins Meer, sondern den Köder ins Meer geschmissen. Deswegen kam kein Fisch raus. Die haben sich alle totgelacht, die sind alle mit dem Bauch nach oben geschwommen. Was macht der Depp da? Schmeißt seine Rute ins Meer. Ja, nein, da habe ich einen Delfin gesehen, aber hier wirklich in freier Wildbahn, ich weiß gar nicht, wie viele sind hier. Oh, bestimmt mal, ich meine teilweise 50. Ja, das könnte schon sein. Ja, sind schon echt viele. Ja, wir haben bereits schon mal Wale gesehen in Neufundland. Hm. Wie hießen die? Humpback auf Englisch und? Die Buckelwale. Buckelwale, ja genau. Buckelwale. Das macht Sinn. Ja, und die waren richtig schön nah am Ufer. Richtig ja. Genial. Wir stehen hier einige Wochen, einige Tage lang. Du bist noch ein bisschen in Prüfungsstress. Hm. Ja, Wein wäre gut. Haben wir nicht. Wein wäre gut. So ein Gläschen Rotwein. Nee, lieber nicht. Ach. Sonst. Ja, nicht über ein paar Wochen. Das ist nicht so gut. Sonst können wir uns die Weltreise auch nicht mehr leisten. Jede Woche ein Glas Wein. Jede Woche. Ja, das würde gehen. Jeden Abend eine Flasche Wein. Merlot. Oder australischen. Ich glaube, die haben keinen Merlot. Oh. Aber wir haben diese Woche auch ungebetene Gäste gehabt. Hm? Die Vogelspinne. Oh. Wir hatten oben in der Gepäckwanne eine Vogelspinne. Und zwar wollte ich gerade den Hammer rausholen, um den Stuhl zu reparieren. Ja. Also ich wollte den Stuhl jetzt nicht kaputt hauen, nee, ich wollte ihn reparieren und lang da oben rein und hab da sowas Flauschiges in der Hand. Ja, war so eine Vogelspinne. Nachdem wir versucht haben, die Vogelspinne da oben zu vertreiben, hat sie sich irgendwie durch dieses kleine Loch in der Gepäckwanne, durch dieses, wie hast du es vorhin genannt? Abtropfloch. Abtropfloch. Das stellen wir nach einem VW mal vor. Wir haben eine neue Bezeichnung da oben. Durch das Abtropfloch hat sich die Vogelspinne unten in die Gepäckwanne rein, also da, wo man hier drankommt. Das heißt, wir mussten die komplette Gepäckwanne abbauen, also den kompletten vorderen Bereich runterbauen, um das Versteck von der Vogelspinne zu finden. Ja, du hast sie abgebaut, ich habe von drinnen zugeguckt. Ja. Ich konnte sie dann mit einem Besen vertreiben, mit so einem, warte mal. Mit so einem Handfeger. Oh,
Unter Einsatz meines Lebens mit dem Handfeger. Er lebt noch. Ich lebe. Gut gemacht. Und ich habe auch nur ganz wenig geschrien wie ein kleines Mädchen. Nein, das war ich. Das warst du. Ich glaube, das waren wir beide. Ja. Ah, das war aber auch. Voll die Beißwerkzeuge. Oh, Scheiße. Ey, ich schwitz. Oh, ja, sie ist ja. Ja. Und, wir haben es dann geschafft. Sie ist verschwunden. Aber nicht weit. Nicht weit. Sie hat sich unter das Auto verkrochen. Wir haben jetzt hier alle Schlitze zugemacht. Und sitzt irgendwo und lauert. Sie wartet nur auf uns. Nee, die kommt nicht rein. Das glaube ich nicht. Nachts, wenn du denkst, ich kraul dich am Rücken. Oder wenn du denkst, dir wachsen mehr Haare. Wenn ich denke, mir wachsen mehr Haare. Oh, ich habe heute wieder schöne Haare, gell? Ja. Flauschige Spinne. Oh. Ja, kommen wir von dem lustigen Part zum ernsthaften Part. Ja. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, die Motorenprobleme. Wir haben ja schon seit über 3 Monaten Motorenprobleme. Jetzt hat sich herausgestellt, wir haben ja ein bisschen Zeit gehabt, um nachzuschauen, die Motorenprobleme sind keine Motorenprobleme, sondern es rührt alles von unserer Standheizung, die wir neu verbaut hatten. Mhm. Also damals, wo wir los sind, vor einem Jahr mit dem VW-Bus. Und zwar sind bei der Standheizung solche schwarzen Kraftstoffschläuche dabei gewesen. Diese Kraftstoffschläuche, das ist so eine Kraftstoffschläuche, sind porös. Sieh nochmal, also hier ist der Dieselfilter, hier geht die Leitung zum Motor und da geht die Leitung zur Standheizung und bei unserer Standheizung kamen die Kabel hier mit. Die sind jetzt ungefähr ein Jahr alt und schauen aus wie 20 Jahre. Ja. Nach einem Jahr. Die sind poröser als die originalen nach 30 Jahren. Nach 30 Jahren. Die sehen furchtbar aus. Die sehen wirklich furchtbar aus. Ich hoffe, dass ich nie so aussehe, so bröselig. Creme schön. Immer schön Creme. Ja. Wir haben alles nachgezogen und uns einen neuen Kraftstoffschlauch, also für die Dieselleitung einen neuen, hier seht ihr ihn, einen neuen Kraftstoffschlauch. Das große Pech für uns jetzt, dass die Dieselpumpe öfters mal trocken lief. Das heißt, weil da Luft gezogen wurde, ist der Diesel wieder zurückgelaufen und diese Dieselpumpe, diese mechanische, die sozusagen den Diesel durch die Injektoren in den Motor bringt, war trocken. Also bis sie wieder Diesel gezogen hat. Das sorgt leider für einen sehr hohen Verschleiß. Wir hoffen jetzt, dass sich das nicht negativ auf unsere letzten paar tausend Kilometer auswirkt. Denn die Ersatzteilversorgung auf der Panamericana. Oh, die wird bestimmt schlechter. Die wird schlechter. Also Richtung Süden wird die Ersatzteilversorgung von Land zu Land schlechter. Ja, die war gut in Kanada. Die war gut in Kanada. Und dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Nee, nicht mal mehr in den USA. Unterwegs konnten wir bereits einige Ersatzteile besorgen, darunter auch die Bremsbacken für vorne, die uns im Death Valley Berg runter versagt haben. Gequalmt haben sie. Gestunken haben sie. Ja. Und das Auto hat nicht mehr gebremst. Ja. Das war gefährlich. Das war eine blöde Aktion, ja. 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 Das war ziemlich. Aber wir konnten die Bremsen hier in Mexiko besorgen und zwar bei einem mexikanischen Mechaniker, der auf VW Käfer und Buggies spezialisiert ist, also eigentlich nichts mit Bus. Aber er war so nett und hat einem Schrauberfreund geholfen. Ich finde die Gastfreundschaft hier in Mexiko ist sehr hoch. Ja. Ja, das stimmt wirklich. Das sind sie. Sie sind zwar schüchtern, so im Ersten, aber wirklich nett. Ja.
Stall. Ja. Er hat uns danach auch noch eingeladen zum köstlichen Taco-Essen. Das waren die besten, die wir bis jetzt gegessen haben. Also es waren zwei Tacos übereinander und dann Rindfleisch, dann die Shrimps waren mit dabei. Shrimps, Guacamole. Guacamole, ja. So ein, was waren dann noch? Tomaten natürlich mit diesem Bohnenkrautgewürz. Und Käse. Käse drüber. Und Bohnen gab es auch. Bohnen. Und diese gerösteten Zwiebeln. Oh, jetzt hör auf, ich krieg schon wieder Hunger. Also das Ding war riesig. Nach allem war ich satt. Und Benny hat mich überredet, noch einen zweiten zu essen. Den ich aber nicht ganz gegessen habe. Was würde Trump jetzt sagen? Fake News! Fake News! Billions and billions and billions of Fake News! Nein! Aber, ja, Shrimps. Nee, bei mir ist es ja so, ich habe, bevor wir losgereist sind, also vor 3 Jahren, keinen Fisch essen können. Ja, das stimmt. Ich konnte keinen Fisch essen, keine Shrimps, keine. Alles, was aus dem Meer kam, konnte ich nicht essen. Und seit wir jetzt auf Reise sind, esse ich Fisch. Ja. Shrimps. Ich gehe selber angeln, nehme die Viecher dann auch auseinander. Ja. Ja. Ich glaube. Ja. Du hast jetzt ein besseres Verhältnis zum Fisch. Ja, und der Fisch zu mir. Er lacht mich viel weniger aus. Ab und zu fange ich auch mal einen. Ja, wir müssen ja auch noch verschiffen. Und zwar von Südamerika, nicht von Südamerika, von Mittelamerika nach Südamerika. Besser gesagt, von Panama nach Kolumbien. Ja. Und das werden wir machen in einem Container. In einem 40 Fuß High Cube Container. Werden wir unseren Bus reinpacken und noch das Auto von jemand anderem. Ja. Und das ist kein Problem. Das Problem ist nur unser kleiner lieber Jago. Ja, großes Problem. Großes Problem, ja, weil über 20 Kilogramm, ja. 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 Ja, das Problem ist, dass die Fluggesellschaften ihn nicht mitnehmen, wenn er so groß ist, also über 20 Kilo. Heißt, wir müssen ihn extra an einem Cargo-Terminal abgeben. Ja. Und wieder abholen. Oder wir finden noch eine andere Möglichkeit. Ja, segeln vielleicht, da sind wir jetzt gerade dran. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass wir die komplette Strecke segeln auf so einem kleinen Segelschiffchen. Ja. Oder wir mieten uns ein kleines Flugzeug. So ein, wie nennt man die? Von Kolumbien nach Amerika werden ja immer die Drogen verschickt. Wir nehmen den anderen Weg. Ja. Wir fliegen mit dem Geld zurück. Wir fliegen mit dem Geld zurück. Ja. Wir haben zu viel Dings geguckt. Wir haben zu viel Dings geguckt. Wie heißt denn das? Papa Narcos. Escobar. Ja, Narcos. Ja. Wir sind ein bisschen Narcos geschädigt. Ja, wir würden jetzt mal wieder rausgehen. Wir trinken jetzt noch ein bisschen unseren Kaffee draußen, schauen ein bisschen Delfine. Oh ja. Wir sagen einfach mal, wenn dir das Video gefallen hat, klick doch, warte, jetzt muss ich die richtige Seite finden. Ich glaube hier bei Tanja auf Abonnieren oder auf Like. Oder wenn du noch Fragen an uns hast,
Oder wenn du Ideen hast, was wir mit dem Hund oder wie wir das am besten mit dem Hund erledigen könnten, schreib das unten in die Kommentare rein. Wir würden uns freuen. Ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.